Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cooking Simulator hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und irgendwie kommt das Bild mir komisch vor. Hallo? Das ist ja hier wie Zini. Oha. Schwierig. Ganz schwierig. Ich glaube, das Safe Game ist auch kaputt. Ne, nicht neu speichern. Lord Game, das habe ich gerade geladen. Das geht nicht. Also muss man Tag 7 nochmal neu starten. Wollen wir hoffen, dass das klappt? Ob er das jetzt zulässt? Das lässt er jetzt zu. Alles klar. Jetzt können wir gehen. Alles klar. Sehr schön. Gut, zumindest das hat schon mal geklappt. So, da sind noch 102 Milliliter drin. Hier sind noch 400 Milliliter drin. Jetzt ist die Preparation-Phase, ne? Ja, also gut, das hat man dann nochmal. Es tut mir leid, aber wie gesagt, das Spiel ist halt noch nicht ganz ausgereift. Wir haben da an vielen Stellen noch immer ein bisschen Probleme. 6 sind das, ne? Wenn ich richtig zähle. Ich brauche 8 davon und ich brauche hier eine davon. So, dann können wir das nämlich schon mal vorbereiten. Und wir kaufen dann auch noch das Salz. Die Salz haben wir sogar schon gekauft. Ah, okay, das ist schon da. So, Tomatensoße waren, glaube ich, 12 Gramm, 12 Gramm, 6 Gramm, ne? 12 Gramm Salz. Ich hoffe nicht, dass das Salz uns wieder dann jetzt den gleichen Strich durch die Rechnung macht. Das wäre also echt schade, wenn ich das dann wieder anfasse. Ich glaube, ich schmeiße den einfach auch weg gleich. Nicht, dass da nachher wieder irgendwas passiert, was nicht passieren soll oder so. Das ist natürlich auch doof. Wie gesagt, also noch sind sie ja dabei und noch machen sie ja was dran an dem Spiel. Hey. So, wie viel haben wir da drin jetzt? 445 Milliliter sind reingegangen. 300 brauchen wir noch. Knapp. Die 200 und brauchen wir noch. Wir brauchen 700, ne? 260 brauchen wir noch. Müssen wir einen neuen kaufen. Liquids Chicken. Bye. Kaling. So, da müssen wir noch ein bisschen was nachgeben. Dass da noch ein bisschen mehr drin ist. So, 200 und... So. Ich würde sagen, das müsste reichen. Da sind wir ganz nah dran. So, dann haben wir noch... Achso, hier müssen wir noch 6 Gramm von reinmachen. So, die erste Order ist aber ein Fisch mit Spargel, alles klar. So, aber das haben wir schon mal alles vorbereitet dort. So, Spargel, brauchen wir also 5-mal Spargel. Das kennen wir ja schon. 2, 4, 5-mal Spargel. Dazu brauchen wir immer die dazu. Dazu brauchen wir Wasser. Ungefähr einen Liter. Macht schon wieder komische Geräusche alles hier. So, ungefähr einen Liter Wasser haben wir auch. So, dann muss das Ganze hier mal drauf. Und dann brauchen wir Salz. Und das war gar nicht mal so wenig, ne? Das waren auch 20 Gramm oder sowas, die da rein müssen. Sind hier noch 20 Gramm drin? Komm, dann hauen wir jetzt die 20 Gramm da noch rein und dann schmeißen wir das Ding weg. So, und die 2 Gramm schmeiße ich einfach weg. In der Hoffnung, dass uns dann nachher hier nicht irgendwas... wieder abhanden kommt. So, die Pfanne ist ja fertig. Da brauchen wir ein bisschen Sunflower Oil. Wie viel brauche ich? Eine 30, ne? Für den Fisch brauche ich... Bissel Lemon Juice. Ach. Wie? Was? Fry 60, Salz und Pfeffer. Bissel Lemon Juice. Das soll ich einfach nur so in die Pfanne hauen, ohne dass ich hier was dazu mache. Okay. Gut, dann machen wir das so. Dann nehmen wir uns jetzt... Dizzle with Lemon Juice, das habe ich ja auch nie nicht gehört. Haben den Patch gab's nicht, das weiß ich. So, 5 brauchen wir, also 5-mal Salz, 5-mal Pfeffer. So. Pfeffer 5 Gramm. So. Und aber der Dizzle muss ich nach dem Braten machen, ne? Ja. Gut, dann hauen wir das jetzt hier in die Pfanne. Und dann lassen wir das da mal einfach anbraten. Und dann müssen wir Lemon Juice kaufen. Lemon Juice. Bye. Da haben wir Lemon Juice. Okay. Das müssen wir dann nachher da drüber dizzeln. Also streuen oder ein bisschen verteilen. So. Der Spargel ist dann auch bald fertig. Und dann kommt das Zeug noch dazu. Das ist gut. Dann brauche ich jetzt die Platte. Die nehme ich mal hier. Wenn der Spargel fertig ist, dann nehme ich die nämlich raus.
Der Asparagus. Asparagus. Wird das so ausgesprochen im Englischen dann? Asparagus? Muss ja. Naja gut, wenn man die Buchstaben... Also wenn man die Buchstaben nimmt, so wie sie klingen sollen, dann müsste es so gehen. Ah, das ist natürlich wieder schade, dass der Spielstand natürlich dann jetzt wieder nicht ganz so toll war. Aber gut, das wird so machen. Manchmal ist das Leben halt einfach auch gemein. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt... Na gut, ich muss ja bloß so ein bisschen drüber tropfen lassen. So, komm mal her. Sieht doch sehr schön aus hier. Hoppala. So. Jetzt gucken wir nochmal. Brauchen wir noch irgendwas? Das haben wir. Jetzt müssen wir 5 Milliliter Lemon Juice hier drüber düsseln. Wo ist mein roter Punkt? Ich sehe meinen roten Punkt nicht. Da ist mein roter Punkt. So. Ach, das sieht ja toll aus. Dann mit Lemon Juice drüber. Okay. So, dann gucken wir doch mal, wie das Essen ankommt. Also wir machen erstmal ein Foto davon natürlich, ne? Dish des Tages, also das erste, was wir am Tag haben. Sieht ein bisschen komisch aus, unser Lachs jetzt, ne? Mit dieser gelben Farbe drüber weg. Aber gut, kann man jetzt erstmal nicht ändern. Wir haben ein Foto gemacht. Und dann geben wir das mal ab. Zack, raus damit. Ja, fast ideal. Also fast ideal. Ich glaube, ich habe den Spargel einen Tuck zu früh rausgenommen. Ich glaube, es gibt einen Heating-Mistake beim Spargel. Aber das gucken wir uns mal an. Nein, es gibt zu viel Salz beim Spargel. Okay. Das sollte ich da aber 20 Gramm dazu machen. Mehr habe ich aber nicht gemacht. Na gut, da war es zu viel. So, sollten Sie vielleicht nochmal am Rezept arbeiten. Dann müssen wir das Ding jetzt mal einmal putzen. So. Ach so, und genau. In den Kommentaren stand bei dem Gericht, was wir hatten mit den... mit den Krabben, dass ich die Krabben hätte wohl eher in die Fritteuse schmeißen sollen, aber ich glaube nicht, bin mir nicht sicher, Fry, also ob das da so drin stand, aber wir werden sehen, also da, wenn wir das Rezept nochmal kriegen, werden wir darauf achten, was da steht, damit wir dann eventuell die Krabben auch richtig zubereiten, weil da war ja irgendwie ein Heating Mistake oder irgendwas habe ich da falsch gemacht gehabt. Weswegen ich dann nur 4 Punkte gekriegt habe. Obwohl ich das gar nicht so schlimm finde, 4 Punkte. So, 5 Gramm von beiden wieder. So, 5 Gramm Pfeffer. 5 Gramm Salz. Dann muss das Ganze hier auf den Grill. So. Machen wir an das Ding. Rauf damit. Sehr schön. So, das geht schon mal los. Dann brauche ich... Achso, eine Lemon brauche ich jetzt noch. Ne? Die muss ich in Scheiben schneiden. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir das so einigermaßen hinkriegen, dass das gleichmäßige Scheiben wären, dass sie auch alle 20 Gramm schwer sind. So, dann die Shift-Taste drücken, damit das hier nicht umkippt. So, und dann nehmen wir hier mal die Hälfte, so in etwa, und dann nehmen wir so in etwa. Und dann gucken wir mal, ah, die eine ist wieder ein bisschen sehr dick geworden. Oh, 23, 24, 18 und die andere müsste 17 sein, ne? 15, hm? Okay. So, oh, wir haben eine Pumpkin-Soup als Order. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht's hier aus? Das kann noch ein bisschen, dann können wir uns jetzt um die Pumpkin Soup kümmern. Ich habe eigentlich theoretisch noch einen... Nee, habe ich hier nicht mehr drin, der ist weggekommen. Alles klar, okay. So, Pumpkin Soup. Warte mal, da brauche ich... Oh, da brauche ich einiges zu. Pumpkin Soup, da brauche ich Chicken Brew 500 Milliliter und 1 Kilo Pumpkin und 120 Onion. Also müssen wir erstmal einen Pumpkin Soup zu klein schnibbeln hier. Na gut, den kann ich ja auch links klein schnibbeln. Muss ich mal ein Kilo rausschnibbeln hier aus dem Pumpkin. So. Ja. Machen wir jetzt hier Halloween Pumpkin schnitzen. So. Zack. Und dann schneiden wir das mal hier noch so durch. Zack. Und dann hoffe ich einfach mal, dass hier ein Stück ein Kilo schwer ist. 1,1 Kilo, das nehmen wir schon mal. Kommt schon mal ein Topf. So. Nein damit. So, dann kommt der ganze Topf mit. Dann kommt die Zwiebel dazu. Wollen wir noch irgendwas, was wir dann brauchen? Zwiebel und Dings nehmen. Das war's. Und dann brauchen wir nachher am Ende die Sour Cream noch und das ist dann gut. So, alles klar. 500 Milliliter hiervon noch. Oh, den Thunfisch mal angucken. Ah, geht noch, aber wir müssen den Bänder ja noch herholen. So. Den Thunfisch müssen wir natürlich von beiden Seiten schön angrillen. So, eine Seite ist fertig. Drehen wir das ganze Ding. Dann nehmen wir den mal hier hinten hin. So. Gut. Dann werden wir jetzt hier 500 Milliliter hiervon abfüllen. So.
Na, komm. 400. Ah, ein bisschen geht noch. So. Gut. Das müsste dann jetzt reichen. Dann müssen wir das Ganze hier noch durchrühren einmal. So, das haben wir schon mal farblich markiert. Fällt ja wieder runter. Dann machen wir das jetzt so heiß. Das Salz können wir danach reinschmeißen. So. Irgendwo muss ich hier noch hier hinlegen können. Ohne dass er runterfällt. So. Gut, dann brauchen wir jetzt hier. Oh, der Tunfisch ist fertig. Moment, ich muss den mal runternehmen. So. Legen wir denn da erstmal hin. Dann brauche ich einen Teller. Small Plate. Ja, Small Plate reicht mir. So, dann nehmen wir das Ding mit. Papp. Haben wir den Thunfisch. Dann brauchen wir hier die Scheibchen. So. Wunderbar. Und dann brauchen wir hier zweimal Rosmarin, ne? War das? War das Rosmarin oder Oregano? Jojo, ich weiß. Oregano war's. Alles klar. So, legen wir da noch zwei Äste davon drauf. Sieht alles ein bisschen gequetscht aus. Ich weiß nicht, ob er sich beschwert, dass die Platte zu klein ist. Werden wir gleich sehen. So, aber er kriegt erstmal sein Essen. Ah, passt volle 5 Sterne. Wunderbar. Läuft doch wie am Schnürchen hier. So, Gast hat gesagt, Lemon Slices Technik, Bed Cutting Technik. Naja, gut, okay. Das ist dann halt so. So, dann gucken wir jetzt mal hier rein. Dann müssen wir nämlich noch die Gewürze reinschmeißen. 20 Gramm Salz brauchen wir dann noch. Alles klar. Nehmen wir mal 20 Gramm Salz hier noch rein. So. Und 21 Gramm gibt es wieder Meckerei. So, gut. Das kennen wir aber schon. So, dann müssen wir die 150 Milliliter Sour Cream da noch drinnen dann verrühren und dann das nochmal auf den Herd stellen, damit es heiß wird. Und dann, oder ich weiß nicht, ob es nochmal auf den Herd stellen muss, aber zumindest muss das da rein und dann können wir das noch ausliefern. So, dann brauchen wir jetzt also eine tiefe Platte. Und dann sind wir dann aber auch mit dem Gericht fertig für heute. Und heute kommt da ja irgendwie der Dings, der, na, das weiß ich nicht, ob das durch das Laden speichern, ob das weg ist. Eigentlich sollte ja der Dings-Heini kommen hier, ne, der Sterneverteiler. Der sollte uns ja noch ein paar Sterne geben. Aber da wissen wir ja nicht, ja, wie das so aussieht. So. Ja, ich bin mit der Sour Cream, bin ich mir nicht sicher. Wenn ich die jetzt wirklich hier in den Topf reinmache, ne? Dann ist, steht doch gar nicht fest, dass jeder Topf die gleiche Menge davon abkriegt. Das hört sich auch schwierig an. Alle. Auch gut. Ja, ich bin noch dabei. Weg damit. Ich muss noch 50 Milliliter Sour Cream hierher holen. Kaufen, dankeschön. So. Nochmal 50 Milliliter hinterhergeben. Naja gut, 43 muss reichen. So, dann geht das hier alles auf die Platte. So, 310 Milliliter haben wir. Sehr schön. Gut. Dann rein damit, weg damit. Und ein Fast Pumpkin Soup haben wir auch fertig. Nee, oh, da musst du nicht noch eigentlich einen Zweig drüber? Nee, das war beim anderen. Irgendwo anders war das mit dem Zweig drüber. Das war noch eine andere Suppe, ne? So, wir haben nicht noch Zwiebel und nicht noch Pumpkin. Okay. Wenn er meint, dann ist das so. Aber unser Gast hat sich jetzt erstmal sozusagen ganz schön leicht beschwert, nur darüber, wie das hier läuft. Und wir werden jetzt hier ins Menü gehen, das Ding speichern. Und da haben wir jetzt gleich dann auch die New Order, die wir dann nutzen können. Das war eine Folge Cooking Simulator hier aus Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.